Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute spielen wir mal wieder Jump League. Das war ein schöner Start. Und zwar gibt es nicht wirklich Gesprächsthemen. Außer, dass ich zurzeit wieder gerne Dead Adam höre, aber sonst gibt es eigentlich keine Neuigkeiten. Und, oh, ich habe Banania durchgespielt mit einem Freund zusammen. Und jeder, der Banania nicht kennt, tja, der hatte keine Kindheit mit alten Windows-Rechnern. Ist ein uraltes Spiel. Auf jeden Fall empfehlenswert, wenn ihr noch irgendwie einen Rechner rumstehen habt mit Windows XP. Man kann sich das nämlich kostenlos laden. Und für kostenlos ist es das beste Spiel. So, oh, wir haben hier eine Kiste, da ist wirklich gut Essen drin, würde ich behaupten. Der Sprung ist etwas knifflig, aber auch den haben wir natürlich easy gedragt. So, und wir sind auf der Zielgeraden, würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, wir haben einfach ein bisschen Glück mit den Modulen. Nur da hinten sehe ich schon dieses extrem ätzende Modul. Ich schon jetzt keinen Bock drauf. Ups. Jetzt ziehen wir das mal schnell an und springen weiter. Ich habe mein Mikro gerade komisch eingestellt, sehe ich. Ich hoffe, das fällt nicht am Ton auf. Aber da ich gerade so sachte rede, sollte das eigentlich kein Problem sein. Ja. So, das ist jetzt etwas kniffliger. Aber es ist auch absolut machbar. Der ist jetzt der schwierigste im ganzen Modul. Und der hier ist ganz okay, machbar auf jeden Fall. So, und das war natürlich gleich mal intelligent. Und jetzt kommen wir hier in den einen der schwierigsten Parts in ganz Jump League. Das Ding ist nämlich, dass dieser Sprung hier echt nicht ohne ist. Und man da schon echt aufpassen muss, dass man da nicht zu kurz springt. Da muss man wirklich, wirklich auf Diagonalen und so achten, dass man den auch wirklich erwischt. So, das könnte hinhauen, hat's auch. Inzwischen, ja. Also früher habe ich den wirklich nie hingekriegt. Aber ich sag mal so, inzwischen ist es halt einfach ein bisschen Übungssache. Das ist Jump League einfach. Jump League ist einfach oftmals reine Übungssache. Und ja, deswegen. Der ist auch nicht so leicht. Also es ist nicht machbar, aber der da unten ist halt wirklich ziemlich hardcore. Das kann ich nicht anders sagen. Ich weiß, dass ich da schon echt lange Zeit meines Lebens gehangen habe. Aber das lief doch jetzt ganz schnell eigentlich. Und deswegen sind wir jetzt auch tatsächlich der Zweite oder so. Oder sogar der Erste, weil eben es... Wow! Wow! Wie viele Pfeile. Weil es eben echt nicht leicht ist. Und das deswegen einfach die meisten nicht schaffen. Das ist einfach, wie gesagt, man muss ein bisschen wissen, wie man die Sprünge zu machen hat. Da muss man sie natürlich auch richtig ausführen. Aber es geht oftmals in Jump League einfach nur so um Tricks. Und das Gefühl auch so ein bisschen. Wie hat man abzuspringen? Wo muss man was machen? Was darf man nicht machen? Ich will es hier auf keinen Fall hier irgendwie als mich selbst als der große Messiah oder Messia, besser gesagt, in Jump League darstellen, der Leuten Tipps gibt, wie man dieses Spiel spielt, weil ich selbst bin auf gar keinen Fall wirklich gut. Aber theoretisch habe ich das Spiel, glaube ich, so ein bisschen verstanden. Es hapert bei mir nur noch an der praktischen Umsetzung. Aber es ist machbar. Es ist wirklich machbar. Aber es gibt halt Leute, die rennen da durch, ohne runterzufallen. Das ist halt echt der Wahnsinn. Und wir haben jetzt gerade mal richtig schön Glück hier mit Looting. Und Eisen nehmen wir mit. Und in Zukunft werden wir auch Sticks mitnehmen. Und auf eine Workbench hoffen. Weil dann könnten wir vielleicht ein Eisenschwert craften. Ich finde es ja voll krass, dass es hier überhaupt... Wow. Dass es hier überhaupt Dia-Schwerter gibt. Finde ich ein bisschen OP, ehrlich gesagt. Ich habe schon oft genug erlebt, dass es Leute gab, die mit Dia-Schwertern rumgelaufen sind. Alter, wie viele Pfeile! Und wie viel Level? Jetzt bräuchten wir echt nur noch einen Verzauberungstisch. So... Ich hoffe, die Meldung, die oben reinkam, ich kann die jetzt gerade nicht lesen, aber ich hoffe, die ist
für eure Augen bestimmt. Naja, es ist bestimmt nichts Schlimmes. Was Schlimmes gibt es bei mir nicht. Was nicht eigentlich jeder sehen könnte. Deswegen bin ich jemand, der auch Google Now nutzt. Weil ich eigentlich nichts zu verbergen habe. So. Nein, wie dämlich. Ich wollte es im Durchrun machen und das seht ihr, wo es rausgekommen ist, wie ich es geschafft habe. Nämlich gar nicht. Das könnte man eigentlich auch schneller schaffen. Entschuldigung, ich muss mal kurz das Mikro verrücken. Es ist einfach störend, gerade wo es steht. So. Habe ich euch schon zugetextet über mein neues Mikro, was ich hoffe, mir anzuschaffen? Ich bin mir sau unsicher. Wow. Ich will irgendeine Richtmikrofonlösung. Aber ich bin eben unsicher, was für ein Richtmikro ich will. Und ich will natürlich jetzt auch nicht hier ein Zoom H6 kaufen und ein NTG2 und. Alter. Und so. Und dann hier fett einen auf Zero Rauschen machen. Aber. Zero Rauschen, was eine dumme Aussage. Ach komm, wir sind in Modul 9. Das sollte echt machbar sein, dieses einfache Modul hier jetzt noch zu schaffen. Auf kein Rauschen und Bass geladen und was weiß ich. Aber ich hätte halt wirklich gern ein gutes Richtmikro und ich denke da halt echt immer wieder an das Shure VP83F oder V. Ja, und die Sache mit dem ist einfach, sogar noch ein Vierersprung drin läuft auf jeden Fall bei dem Modul, dass es halt sehr, sehr teuer ist und ich nicht weiß, ob es eben das Geld wert ist. Also, wenn es so gut wäre wie mein Blue jetzt, nur als Richtmikro und mobil, dann würde ich nicht mal eine Sekunde zögern, um es mir zu kaufen. Wenn es aber eigentlich nur okay klingt oder es gibt bessere oder es gibt Schlimmeres oder was weiß ich, was für ein Vergleichswert, dann ist mir das Geld halt nicht wert. Ach komm, wir sind so nah dran am Ziel. Jetzt bin ich konzentrationstechnisch im Arsch, glaube ich. Schade, schaffen wir nicht mehr. Aber wir hätten es schaffen können heute. Wenn ich ein, zweimal weniger runtergefallen wäre, absolut machbar für mich. Absolut machbar. Ihr merkt es, eines Tages wird es passieren. Ich werde Jump League beenden und ihr werdet es alle nicht glauben können. Jetzt springe ich noch schnell runter, damit ich keinen Hunger habe. So. Wir haben keine Angel, aber 13 Pfeile. Und die werden wir auf jeden Fall nutzen. So. Erstmal hier klären wir hier, der Baus ist. Wow. Geh mir nicht auf den Sack mit deiner Scheißangel. Oh, er gibt mir gut. Ja, Angel halt, ne? Habe ich jetzt leider nicht so viel Chancen. Mal gucken, ob der hier hochkommen will. Oh, oh, nein, nein, nicht runterfallen. Ach komm, wie uncool war der tot denn. Ich spiele immer noch mit der Magic Maus. Bisschen unkluge Entscheidung nach wie vor. Den haben wir abgestaubt sauber. Nein, komm schon. Ach, geht doch. So. Haben alle so viel Pfeile heute? So. So, komm schon. Holen wir uns noch kurz diesen Pfeil wieder. Haben wir ihn? Ich glaube nicht mal. Schade. Dann gucken wir nochmal kurz zurück zu dieser Kiste. Aber die steht, glaube ich, nicht mehr. Nee. Habe ich erst noch einen Pfeil? Da haben wir noch 9 Stück. Ich hätte halt gerne eine Angel. Ja. Alter, ist das ein Team? Was? War das ein Team? War das ein großes Team? Ich bin in Teams erlaubt, also es ist durchaus möglich. Heftig.
Ach kommt, Leute. Ups, das war dämlich. Das war dämlich. Alle die Team einfach. Wie uncool. Ich will hier eigentlich mal weg. Hier sind mir gerade einfach zu viele Leute. Die auch noch Team. Das kann gar nicht gut enden. So, wir gehen hier mal runter. Da ist einer. Den habe ich gerade noch so gesehen. Ich weiß nur nicht, wie man jetzt hier rauskommt. Ah, hier. Ich finde Pfeile 4 nur noch scheiße. So, das war unser Leben. Da ist es leider vorbei. Schade, wir hatten echt gute Chancen, das Spiel zu beenden, aber das mit den Teams war halt jetzt irgendwie ungünstig. Ich finde es trotzdem eine schöne Runde. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.